Oh Gott. Da ist was im Zahn, wenn man einmal nicht guckt. Ich eigentlich sonst gar nicht so sehr für Fußball interessieren. Durchschlagender Erfolg auch im Studio. Ja, also, ich weiß nicht. Scheiben bringen Glück, das war schon fürs Pokalfinale. Rede. Also, ja. Wie empfanden Sie, Herr Krein? Sie haben ja vielleicht auch die meiste Gelegenheit gehabt, noch so zu. Sie wollen dazu beitragen, weil Sie vorher von Automobilmodellen geredet haben. Sie wollen dazu beitragen, daran, dass die betriebliche Interessensvertretung beteiligt wird am Innovationsprozess bei manchen Unternehmen. Es gibt viele erfolgreiche, hervorragende Unternehmen, großes Kompliment. Aber manches Unternehmen, und ich sage es mal ganz vorsichtig in Klammer, ich nenne auch mal einen der großen Bosse, einen der großen Giganten, Daimler Chrysler, hat ja auch ein paar Probleme gekriegt wegen massiven Fehlentscheidungen des Vorstands, vor allem bei der Modellpolitik. Und da kann man ein bisschen Qualifizierung in der Tarifrunde von den Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben ertragen. Der Zufallsgenerator müsste loslegen. Jetzt probieren wir es mal. Ob die Leute auch zu Hause sind oder schon schlafen? Nein. So, ich höre noch nichts. Hallo. An die Technik. Können wir jemanden erreichen? Hallo. Ich höre noch nichts. Ja, hallo. Ist jemand am Telefon? Ja. Ja, da ist jemand dran. Ich kann nur leider nichts hören. Jetzt passen Sie auf, vielleicht haben wir die Chance. Hier spricht auf jeden Fall mal der Florian Silbereisen. Ich kann Sie leider nur nicht im Studio. Es wird nicht übertrieben, wenn man sagt, er ist eine RTL-Legende. Herzlich willkommen, Hans Meiser. Am vierten Tag nach der Währungsumstellung hat sich der Euro bereits weitgehend eingebürgert. Jeder zweite Kunde zahlt nach Angaben des Einzelhandels in Deutschland inzwischen mit der neuen Währung. Der Ansturm bei den Banken auf den Euro ließ heute erstmals etwas nach. Sven Hannawald hat auch das dritte Springen der Vier-Schanzentournee gewonnen. Mit einem Vorsprung von 24,5 Metern verwies er den Polen Adam Malisch und den Österreicher Martin Entschuldigung, auf die Plätze. Gewinnt Hannawald auch den letzten Wettbewerb am Sonntag in Bischofshofen, hätte er als erster in der 50-jährigen Tourneegeschichte alle vier Springen für sich entschieden. Das Wetter. Morgen überall sonnig und kalt bei Werten zwischen minus 9 plus 2 Grad. Wir melden uns wieder mit dem Bericht aus Berlin um 23 Uhr. Buxtehudia, sagte der Verleger, Monsieur Bader de la Lune de Buxtehude, ist ein grand compositeur. Nehmen Sie was anderes, das war eine Eichel draus geworden. Das ist köstlich. Das ist ja köstlich. So, Herr Bader, ich muss leider schon wieder Schluss machen. Wir erzählen gleich weiter. Wir machen jetzt mal Reisen nach Stuttgart. Buxtehude. Die Geschichte ist sogar noch mit einer Drolli im Vorhang. Dürfen Sie sprechen mit mir? Nein, ich darf jetzt. Da hat die Sekretärin aus Paris angerufen bei einem Reisebüro in Deutschland und hat gesagt, habt ihr ein ganz dreckiges, mieses, staubiges Nest? Da hat die sofort gesagt, war eine Eichel. Das ist der Text. Köstlich. So, wir gucken uns jetzt Reisen nach Steinkirchen an, bitte. Auf Nennung mit zweimal Land. Nein. Ich bin ja so aufgeregt. Beratungsdienste müssen Weltuntergangsgläubige beruhigen. Die Polizei muss Optiker schützen. Denn in Ludwigshafen und Bonn kam es zu Tumulten und Prügeleien beim Kampf um die letzten Brillen. Die beiden wichtigsten Fragen, aber bleiben. Wie tauglich sind die Spezialgestelle und wie wird das... Welche Hürden gibt es denn jetzt eigentlich noch für den Lissabon-Vertrag? Ja, die sind noch ganz tricky. Also erstmal müssen die Irren, nochmal abstimmen über den Lissabonner Vertrag. An dieser Stelle auch mal meine Kollegen kennenlernen. Wir haben ein Tonproblem. Wir bleiben auf Sendung mit dem Wetter. Vom Süden kommt warme Luft. Wir kriegen das alles gelöst. So, einmal das Mikrofon dran vom Kollegen. Das ist der Bruno Gächter, den Sie hier übrigens arbeiten sehen. Der Kollege aus der Technik. Und jetzt machen wir das ein bisschen unschön weiter, haben auch ein bisschen Zeit vergeudet. Jetzt schaltet der andere Kollege um. Sie sehen, das ist live, was wir hier tun. Das zeige ich Ihnen noch. Das zeige ich Ihnen auch noch. Hallo Frau Lühl. Können Sie uns hören und Ihre Frage stellen an Peter Lindinger? Hallo. Hallo, ja. Das sind Sie. Hier ist Frau Lühl. Genau. Die Frage stellen an Peter Lindinger.
Oh, wir hören, ich glaube, Sie müssen Ihr Radio etwas leiser machen oder das Fernsehgerät, finde. Hören Sie mich? Ja, jetzt hören wir Sie. Ja, gut. Es ist immer noch ein bisschen laut. Vielleicht stellen Sie das aus. Ja, ich höre. Auf den Ausknopf drücken. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt kehrt Stille ein und dann werden wir Sie auch besser verstehen. Denn das ist einfach die Rückkoppelung, die da entsteht. Das ist ein bisschen hinderlich. Ich höre da kaum was. So, jetzt ist sie da. Saarbrücken ist gar nicht so weit und trotzdem... Nee, und zwar... Ja. Entschuldigung. Jetzt legen Sie bitte los. Mit Ihrer Frage, Frau Liel. Ja, danke schön. Ich höre fast nichts. Ich wollte... Es geht... Moment. Ja. Guten Abend. Nein, guten Tag, meine Damen und Herren. Wie geht es beim angeschlagenen Autobauer Opel weiter? Das ist die Frage. Im Zoo in Bremerhaven passiert gerade Unglaubliches, dass sich dort schon vor Jahren zwei schwule Pinguin-Männchen schwul zu einem Paar zusammengefunden haben. Dann natürlich auch das Rennen in der ARD. Und ab Samstag gibt's, machst du schon die Hose auf? Was ist jetzt denn los? Das machen wir da. Ab Samstag, wir blenden uns hier mal eben aus. Ab Samstag können Sie ab 20.20 Uhr den Stimme wiederzufinden. Ja, Frank Fassner nochmal in Los Angeles. Dort wird ja, man kann fast sagen, gefeiert von den Fans. Dennoch ein trauriger Anlass. Herzstillstand. Weiß man, wie es dazu kommen konnte? Denn es ist jetzt wirklich nicht häufig mit 50 Jahren. Von Frank hat gerade noch einen anderen Gesprächspartner. Frank, können Sie mich hören? No, don't talk. This is the day. We need them in the background. Ja, bitte? Okay, wir sehen Frank. Das ist ein schönes Finale des diesjährigen Festivals. Und das war's schon von unserem Finale unserer Kinosendung. Nachrichten sehen Sie hier wieder zur vollen Stunde. Jetzt kommen erstmal die Wetteraussichten. Vor allem in den Großstädten wie in London haben sie damit großen Erfolg. Susanne Gelhardt. Ja, liebe Zuschauer, wir haben, glaube ich, ein kleines Problem. Aber wir warten, glaube ich, noch ein bisschen. Ah, wir machen weiter mit der 13. Ja, und wir haben jetzt natürlich noch weitere Meldungen aus Europa. Jörg Bill mit dem Spot. Ja, das funktioniert auch nicht. Wie machen wir jetzt weiter? Frage ich mal die Regie. Okay, dann machen wir weiter und zwar mit der Prinzessin Mary. Heike Kruse berichtet. Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt massive technische Schwierigkeiten hier in unserem Studio. Es tut uns leid und wir müssen jetzt abbrechen. Auf Wiedersehen und wir sehen uns am Montag wieder. Denn die Michael Jackson Trauerfeier angesehen gestern? Nein. Haben Sie nicht? Das macht nichts. Das Wichtigste darüber sehen Sie ja auch heute Morgen bei uns, ne? So ist es. Dann beantworten Sie doch mal bitte diese Frage richtig. Das bringt Ihnen einfach... Bitte? Michael Schumacher. Ja, das wollen Sie dabei bleiben, auch wenn Sie unsere beiden Antwortmöglichkeiten sehen? Gucken Sie noch mal genau hin. A oder B? Ich sag doch B lieber. Nur mal ganz langsam. Michael Schumacher ist ja ein Rennfahrer. Dann gibt es aber auch noch Daniel Schumacher und es gibt Moritz Bleibtreu. Entschuldigung, ich habe das eben jetzt vergessen. Daniel Schumacher. Das wusste ich doch, dass Sie das meinten. Herzlichen Glückwunsch, 1000 Euro. Danke. Viel ich glaube, das erste Mal, dass ich bei Ihnen durchkomme. Ich glaube, wir haben es gerade vertan. Wir haben es vertan. Oder ist er jetzt wieder das? Richtig, ganz genau. Es wäre Moritz Bleibtreu gewesen. Haben nicht Michael Schumacher, nicht Daniel. Oh. Richtig. Aber wissen Sie was, weil wir Sie jetzt auch verwirrt haben, Sie bekommen die 1000 Euro und vergessen das Ganze einfach. Möglicherweise verlängert werden soll, Altersteilzeit läuft ja in diesem Jahr aus. Ja, die geforderte Altersteilzeit läuft aus, jetzt habe ich mich auch versprochen. Zurück nach Köln. Ich hätte jetzt gerne noch mal von Ihnen beiden im Chor gehört, das Wort Altersteilzeit. Da lacht er. Können Sie jetzt noch üben hinter den Kulissen? Danke. Für die kleine Unterbrechung. Wir müssen ja gleich eine Rede halten. Er ist gerade eingetroffen und den muss ich schnell begrüßen. Okay, dann machen Sie das. Viel Glück beim Konzert. So ein Festival kann eigentlich nur stattfinden, wenn
Und jetzt, meine Damen und Herren, auf der anderen Seite von Mitternacht talkt Alexander Kähler mit Gerhard Rudolf Baum von der FDP im Dialog. Na, wer sagt denn, dass der Frosch keine Haare hat? Wir freuen uns, dass Sie als Präsident zum ersten Mal die Vereinigten Staaten besuchen, also die Vereinigten Staaten, die Bundesrepublik Deutschland besuchen, pardon.